Es ist Mittwoch, der 17. März, die Hälfte der Woche ist geschafft und ich sage herzlich willkommen zum Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal. Mein Name ist Juliana Mayrun und diese Themen haben wir heute Abend für Sie. Elbspaziergang. Wir nehmen Sie mit an das Elbufer von Schönebeck. Corona-Pandemie. Wie sich das Schiff Marco Polo über Wasser hält. Und vor der Wende. Wir blicken zurück in das Schönebeck der 80er Jahre. Wir starten mit einem Interview. Das Schiff Marco Polo steht wie vieles zur Zeit des Lockdowns still. Welche Veranstaltungen Sie normalerweise dort erleben können und wie sich das Schiff über Wasser hält, wir haben mit dem Geschäftsführer der Reederei Süßenbach gesprochen. Die Corona-Pandemie sorgte für zahlreiche Unternehmen und vor allem auch in der Kultur- und Tourismusbranche für einen Stillstand. So blieb auch der Reederei Süßenbach nichts anderes übrig, als ihr Schiff erstmal am Rande des Flusses zum Stehen zu bringen. Die Marco Polo liegt momentan an der Elbe in Schönebeck an und wartet nur darauf, dass der Lockdown endlich endet. Damit wir in der Zeit des Lockdowns nicht vergessen, welche Qualitäten und Veranstaltungen die Marco Polo mit sich bringt, gibt uns Tobias Süßenbach, der Betreiber der Reederei, einen Überblick über allgemeine Fakten. Bei einem Spaziergang an der Elbe ist dem ein oder anderen sicherlich schon das Schiff Marco Polo am Ufer begegnet. Doch wie kam es überhaupt zu seinem Namen? Die Namensfindung war eine relativ schwierige. Wir haben viele Abende im Familien- und Freundeskreis zusammengesessen. Es sollte ein geläufiger und leicht einprägsamer Name werden. Und da kamen wir dann schnell auf diverse Entdecker, die man aus dem Geschichtsunterricht kennt. Und da ist Marco Polo einer der geläufigsten und auch einer der kürzesten und prägnantesten Namen. Die Marco Polo weilt schon seit mehr als 20 Jahren auf der Elbe. Wann sie gebaut wurde und welche Maße sie hat, Tobias Süßenbach hat die Antworten für uns parat. Das Fahrgastschiff Marco Polo wurde 1998 auf der Plackewerft in Aachen gebaut, also 40 Kilometer stromaufwärts von hier circa, ist 100 Tonnen schwer, 27 Meter lang, 6,20 Meter breit, hat einen Tiefgang von 80 cm und es können bis zu 75 Personen mitfahren. Das mit Klimaanlage und Fußbodenheizung ausgestattete Schiff ist normalerweise ganzjährig unterwegs und bis auf Eisgang und Hochwasser bringt sie keiner vom Kurs ab. In Magdeburg als auch in Schönebeck werden unterschiedlichste Veranstaltungen angeboten. Von Hochzeiten, Familien- und Firmenfeiern bis hin zu Tanzveranstaltungen ist alles dabei. Doch was kann man außer der Sonntagskaffeefahrt mit der Familie außerdem auf der Marco Polo ab Schönebeck erleben? Ab Schönebeck kann man quasi alle Veranstaltungen bis auf unsere Reihe Theaterschiff erleben. Die findet ausschließlich ab Magdeburg statt. Alle anderen Veranstaltungen, Sonntagskaffeefahrten, Familienfeste, Firmenfeiern und so weiter sind auch hier von Schönebeck aus möglich. Uns erreichen auch im Jahr viele Reisebusunternehmer, die von hier von Schönebeck aus starten und dann auch hier enden. Seit gut einem Jahr leben wir nun schon mit dem Coronavirus. Auch an der Reederei ist dies nicht spurlos vorbeigegangen und natürlich bedauert auch sie als Mitglied der Tourismusbranche die getroffenen Maßnahmen. Die Corona-Pandemie hat uns im letzten Jahr erheblich eingeschränkt und schränkt uns auch in diesem Jahr noch erheblich ein. Seit, ja, wir alle wissen, November letzten Jahres ruht der Geschäftsbetrieb, jetzt mittlerweile im vierten Monat. Und auch im Frühjahr des letzten Jahres waren wir ja wie alle anderen auch von den Maßnahmen der Beschränkung betroffen. Der zweite Lockdown, welcher sich über das Weihnachtsfest und das Neujahr streckte, bereitete der Reederei am meisten Schwierigkeiten. Denn gerade Weihnachten ist wie auch in anderen Gastronomien die umsatzstärkste Zeit. Wie sich die Marco Polo über Wasser gehalten hat, berichtet uns der Geschäftsführer Tobias Süßenbach. Ja, man muss an Rücklagen gehen, anders funktioniert es nicht. Man nimmt natürlich die Fördermöglichkeiten des Bundes in Anspruch. Die Mitarbeiter sind alle in Kurzarbeit, aber wir sind alle gesund und denken, wir schaffen das. Dass der Lockdown bald ein Ende hat und der Sommer in vollen Zügen für erlebnisreiche Fahrten genutzt werden kann, erhofft sich natürlich auch die Reederei. Tobias Süßenbach bleibt optimistisch und freut sich auf die Zeit, in der die Marco Polo wieder ihren Motor starten kann. Ja, bleiben Sie bitte gesund, lassen Sie den Kopf nicht hängen. Immer weiter an das Gute glauben, der neue Sommer wird kommen und auch diese Pandemie wird irgendwann enden.
Das Wetter der letzten Tage gestaltete sich sehr wechselhaft. Doch dass es sich auch lohnt, an solchen Tagen rauszugehen, zeigen wir Ihnen jetzt anhand eines Spaziergangs an der Elbe. Damit Sie auf dem neuesten Stand bleiben, haben wir nun die aktuellen Nachrichten aus Schönebeck und Region für Sie parat. Es erwartet Sie unter anderem das neueste Corona-Update sowie eine Neuigkeit über Schnelltests in Kalbe. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Am Mittwoch, den 17. März, wurden 26 Neuinfektionen gemeldet. Die aktuelle Zahl der im Salzlandkreis infizierten Personen liegt damit bei 250. Als genesen gelten bereits 5.769 Personen. Damit liegt der 7-Tage-Inzidenzwert bei ca. 75 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Sachsen-Anhalt hat am 16. März die Präsenzpflicht an weiterführenden Schulen aufgehoben. Die Schulen wurden mit einem Erlass darüber informiert, dass die Regelungen unmittelbar zur Anwendung kommen. Die Aufhebung der Präsenzpflicht bedeutet, dass regulärer Präsenzunterricht angeboten wird, die Teilnahme daran jedoch nicht verpflichtend ist. Die Schulpflicht ist damit nicht aufgehoben und Schüler und Schülerinnen, die nach Entscheidung der Entziehungsberechtigten in der Betreuung zu Hause sind, erhalten für diese Tage Arbeits- und Aufgabenangebote. Ab sofort gibt es in der Stadt Kalbe die Möglichkeit, dass sich jeder Bürger mindestens einmal die Woche kostenlos auf Corona testen lassen kann. Grundlage hierfür bietet die Corona-Testverordnung des Bundes. Bürgermeister Sven Hause empfiehlt die Inanspruchnahme dieser Möglichkeit, um frühzeitig Coronaviren zu erkennen sowie eine Übertragung an Dritte auszuschließen. Auch Firmen bietet der kostenfreie Schnelltest Sicherheit, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Tests werden in der Schlossapotheke durchgeführt und eine Anmeldung ist wünschenswert. Die Auswertung erfolgt nach 15 bis 20 Minuten und getestete Personen erhalten ein Zertifikat mit dem Ergebnis. Am Donnerstag, den 18. März, findet voraussichtlich in der Zeit von 12 bis 16 Uhr auf dem Busbahnhof Schönebeck eine Großveranstaltung statt. Aus diesem Grund kann der Busbahnhof in dieser Zeit von den Buslinien der KVG Salzland leider nicht bedient werden. Die Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Haltestellen am Hauptbahnhof zu nutzen.
Bereits zum fünften Mal verlängert die Stadtwerke Schönebeck GmbH die Gehegepatenschaft des Kleinsäugerhauses im Heimtiergarten Bererberg. SWS-Mitarbeiterin Dorothee Vatterott nahm das Jubiläum als Anlass, die kleinen Fellnasen vor Ort mit der Patenschaftsurkunde zu besuchen, wenn auch nur von außen. Zur Landtagswahl am 6. Juni 2021 werden in ganz Sachsen-Anhalt mehr als 20.000 Ehrenamtliche benötigt, die diese Aufgabe übernehmen. Landeswahlleiterin Christa Dickmann appelliert an alle Bürger und Bürgerinnen, sich bei ihren Gemeinden zu melden, um dieses wichtige Ehrenamt für die Demokratie auszuüben. Für die Wahlhelfer und auch für die Wähler wird es am Tag der Wahl in den Lokalen die erforderlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen geben. Neben Masken werden außerdem Schnelltests für die Helferinnen und Helfer zur Verfügung gestellt. Der Salzlandkreis öffnet sein Salzlandmuseum in Schönebeck. Das macht die aktualisierte Eindämmungsverordnung von Sachsen-Anhalt möglich. Jedoch ist eine vorherige Terminvereinbarung notwendig. Ab Sonnabend, den 13. März, steht zuerst das Salzlandmuseum Besucher wieder offen. Interessierte können sich für einen Termin zu den Öffnungszeiten per Telefon unter 03471 68 46 24 41 4 oder per E-Mail an anmeldung-museum@kreis-slk.de. anmelden. Das Bürgerbüro der Stadt Schönebeck in der Friedrichstraße 117 wird von Donnerstag, den 18. März, bis Mittwoch, den 24. März, vorübergehend ganztägig geschlossen. Grund ist eine Softwareumstellung und die damit einhergehende Schulungsmaßnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In dringenden Fällen ist das Bürgerbüro unter der Telefonnummer 03928 710 615 oder per E-Mail unter bürgerbüro@schönebeck-elbe.de erreichbar. Aufgrund der Sperrung der Magdeburger Straße zwischen Am Stremsgarten und der Ajib-Tankstelle kommt es zu einer Änderung im Linienverkehr. Die Linie 139 zwischen Bernburg, Kalbe und Schönebeck muss auf der sogenannten Frosa-Runde zwischen Berufsschule und Straße der Jugend umgeleitet werden, wodurch die Haltestelle Industriepark West nicht mehr bedient werden kann. Die Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Haltestelle Straße der Jugend West zu nutzen. Weiterhin kann es auf der Linie 139 durch die Umleitung zu Verspätungen kommen. Die Straße am Kloster im Schönebecker Ortsteil Plötzky ist noch bis zum 19. März 2021 von Hausnummer 1a bis Nummer 7 gesperrt. Grund ist die Arbeit an Versorgungsleitungen. Die Stadt Schönebeck informiert darüber, dass nach derzeitigem Kenntnisstand ab Montag, den 12. April 2021, mit der Asphaltsanierung der Fahrbahn der Wilhelm-Helge-Straße begonnen wird. Die Baumaßnahme wird unter Vollsperrung stattfinden und etwa 10 Wochen in Anspruch nehmen. In dieser Zeit ist ein Befahren der Straße nicht möglich und Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Bauabschnittes zu parken. Die fußläufige Zuwegung zu den Grundstücken und entlang der Straße wird durchgängig gewährleistet. Im Bereich der Fußgängerampel an der Schule an der östlichen Seite werden in den Seitenanlagen kleinräumige Reparaturen durchgeführt. Rettungsdienste werden zu jeder Zeit die Möglichkeit haben, die Baustelle zu passieren und den Einsatzbereich zu erreichen. Ab Montag, den 15. März 2021, kommt es im Stadtgebiet Schönebeck zu einer Straßensperrung. Bis voraussichtlich den 30. April 2021 wird die Kreisstraße 1296 zwischen Plötzky und Prizin voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Ranis. Grund für die Sperrung ist der Neubau des Radweges. Ab Montag, den 15. März, wird die Magdeburger Straße in Schönebeck im Abschnitt am Stremsgraben bis Tankstelle Ajib voll gesperrt. Die Dauer der Sperrung ist bis zum 4. April 2021 vorgesehen. Der Verkehr wird über die Wilhelm-Dübling-Straße und die Hohendorfer Straße umgeleitet. Es wird um Beachtung und gegenseitige Rücksichtnahme gebeten. Die Republikstraße ist ab dem 15. März laut Sachgebiet des Straßenverkehrs in Höhe der Hausnummer 24 voll gesperrt. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis zum 26. März andauern. Es wird um Beachtung und gegenseitige Rücksichtnahme gebeten. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101.
So viel zum Überblick über die aktuellen Meldungen aus Schönebeck und Region. Ich gebe nun kurz ab in die Werbung, aber keine Sorge, wir sind gleich danach wieder für Sie da. Qualität, die sich bewährt. Die Fleischerei Berner aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Unsere Angebote in dieser Woche: Eisbein, 100 Gramm zu 45 Cent. Kniebeine, 100 Gramm zu 35 Cent. Kassler Rippen, 100 Gramm zu 50 Cent. Und Kotelett, 100 Gramm zu 80 Cent. Aufgepasst! Bei uns ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und für einen noch bequemeren Einkauf können Sie bei uns ab sofort auch mit Ihrer EC-Karte zahlen. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Brumby, Güsten, Förderstedt oder Stassfurt. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck. Die Salzperle, das Schönebecker Stadtmagazin. Seit dem Jahr 2021 gibt es das Magazin der Elbstadt aller drei Monate. Beliebte Rubriken wie Gesundheit, Wissenswertes der Region sowie aktuelle Veranstaltungsinformationen. Neben vielen Einrichtungen in Schönebeck ist die Salzperle auch bei der Elbe Medienproduktion GmbH erhältlich. Die Salzperle, das Schönebecker Stadtmagazin. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Frisuren neu erleben, das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breiteweg 54. Denn wir machen mehr aus Ihrem Typ. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können wir vom Steakhouse Los Gauchos Sie aktuell leider nicht persönlich empfangen und bieten Ihnen einen Liefer- und Abholservice an. Bestellungen nehmen wir telefonisch unter 03928 42 56 16 1 oder 0179 74 66 50 1 entgegen. Jetzt neu! Für eine noch schnellere und bequemere Bestellung gibt es jetzt die Los Gauchos App. Ab sofort zum Download im Apple App Store und bei Google Play. Helfen Sie uns in dieser schwierigen Zeit und genießen Sie die besten Speisen und Getränke einfach bei Ihnen zu Hause. Ihr Steakhouse Los Gauchos. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel. Ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck.
Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Ich begrüße Sie recht herzlich zurück, liebe Zuschauer, zum zweiten Teil des Regionalmagazins am 17. März. Von der Werbung geht es nun zurück in die Vergangenheit und explizit in die 80er Jahre von Schönebeck. Wir zeigen Ihnen heute einen Ausschnitt der Einschulung in der Karl-Liebknecht-Schule. Dieser stammt aus Teil 3 der Sendereihe Schönebeck vor der Wende und ist wie die anderen Teile auch bei uns im Studio erhältlich. Die Deutsche Demokratische Schule sollte die Jugend zu selbstständig denkenden und verantwortungsbewusst handelnden Menschen erziehen, die fähig und bereit sind, sich in den Dienst der Gemeinschaft des Volkes zu stellen. Zur feierlichen Einschulung gestalteten die Pioniere der Karl-Liebknecht-Schule den ABC-Schützen ein buntes Programm. Die schulische Erziehung war ausschließlich Angelegenheit des Staates. Um die Verbindung der Schule mit den Eltern zu fördern, wurden an den einzelnen Schulen Elternaktive und Beiräte gebildet, die der Schulleitung in allen wichtigen Fragen beratend zur Seite standen. In den nächsten Tagen wird es wieder frischer. Wie viel Sonne und wie viel Wolken zu sehen sein werden? Hier nun die genauen Aussichten. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Wir begrüßen Sie herzlich zur Wettervorschau für die kommenden drei Tage. Am Donnerstag bleibt der Himmel weiterhin bedeckt. Tagsüber kommt es zu leichtem Regen, bei einem Niederschlagsrisiko von bis zu 90%. Die Temperaturen steigen zwischen 0 und maximal 5 Grad. Zum Freitag lockern stärkere Windböen die Wolkendecke etwas auf und lassen ein paar Sonnenstrahlen hindurch. Mit Temperaturen zwischen minus 1 und 5 Grad ist tagsüber mit leichten Schneeschauern zu rechnen. Zum Wochenendbeginn wird es sonnig und größtenteils wolkenlos. Die Temperaturen am Samstag steigen zwischen minus 2 und 3 Grad. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen eine entspannte Restwoche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Mit diesem Blick auf das Wetter endet nun das Regionalmagazin für heute Abend. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine angenehme Woche und freue mich, Sie am Freitag um 18 Uhr hier wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihre Juliana Mayrun.